Nochmal kurz für den Stream. Es folgt jetzt ein Vortrag von Jan zum Thema Logfile Managing, Monitoring. Wer mehr als zwei Server zu Hause hat, wird sehr schnell merken, dass sowas wichtig ist, um überhaupt rauszufinden, was die Computer einem erzählen und wenn es eventuell kritisch sein könnte. Ja, vielen Dank und viel Spaß mit Jan. Ja, ist ja schon angekündigt worden, worum es hier geht. Einmal kurz die Frage in die Runde. Wer betreibt schon ein Logfile-Management von denen, die hier sind? Na, sind schon ein paar. Wir gucken mal, in welchem Umfang das passiert und ob auch alle Möglichkeiten, die so die moderne IT zur Verfügung stellt, eingesetzt werden. Und genau darum geht es in diesem Vortrag. Es geht um die Basics. Warum will man das machen? Wie kann man das machen und was hilft einem dabei? Kurz zu mir. Mein Name ist Jan Doberstein. Auf Twitter, im IRC und sonstigen bin ich unter Jalogisch zu finden. Ich arbeite oder verdiene mein Geld seit über 17 Jahren damit, IT-Systeme zu betreuen, vornehmlich im Internet anzutreffen mit jeder Menge Benutzer und jeder Menge Logfiles. Ich habe das große Glück, dass ich mit Open Source mein Geld verdiene. Ich bin Angestellter bei der Firma Greylock, die das Produkt Greylock entwickelt und kann deswegen, ich sag mal, aus dem Vollen schöpfen, was dieses Thema angeht, weil das eben unsere Hauptbasis ist. Zum Klären einmal, was eigentlich Logfiles sind. Nicht jedem ist das unbedingt immer klar. Die Wikipedia sagt dazu, das ist ein automatisch geführtes Protokoll, in dem ein System oder Prozesse auf einem System ihre Ereignisse reinschreiben. Das heißt grundsätzlich, jede Aktion auf einem System hinterlässt Spuren. Egal was, ob es automatisch ist, ob es User-Interaktion ist, es hinterlässt eine Art von Spur. Und diese Spur ist im Logfile zu finden. Wichtig ist halt auch, dass es eben nicht nur das Betriebssystem selber ist, sondern auch alle laufenden Prozesse, die es gibt. Also sei es ein Webserver, ein Squid oder sonstiges, hinterlässt seine Spuren. Das heißt, ich kann feststellen in einem Logfile, wer wann von wo auf eine Ressource zugegriffen hat, wer wann was versucht hat. Und genau das ist in Logfiles zu finden. Und das ist auch schon der Kern, warum es eigentlich interessant ist, sich diese eh schon vorhandenen Informationen genauer anzugucken. Logs geben die Möglichkeit, eben genau Dinge zu prüfen im Nachgang. Sie geben die Möglichkeit, Zustände auch von Hardware oder von Software festzustellen. Und zwar passiv, ohne dass ein Agent eine Überwachungssoftware laufen muss. Es sind sogenannte E-Daten, also sie sind eh vorhanden, sie werden geschrieben und viele lassen sie einfach, ich sag mal, links liegen, ohne darauf zu gucken, welche Möglichkeiten das Ganze eigentlich bietet. Ich habe ein kleines Beispiel, das ist das Logfile eines meiner Server, genauer gesagt vom SSH-Daemon. Eingefärbt ist in Rot. Durch die Konfiguration bedingt erkennt der SSH-Server, es handelt sich wahrscheinlich um einen Angriff in das System. Das ist aufgrund der Konfiguration des SSH-Servers, wird diese Erkennung gemacht. Und in Orange eingefärbt, ich hoffe, das kann man so einigermaßen nach hinten auch sehen, sieht man, dass ein Benutzer versucht hat, sich auf dem System anzumelden, aber dieser Benutzer ist nicht existent. Das heißt, wir haben erstmal grundsätzliche Informationen zur Systemsicherheit, die da gegeben sind. Es könnte jetzt rein theoretisch ein lokaler Serverdienst oder ähnliches laufen, der dieses Logfile prüft und zum Beispiel die IP-Adresse ausliest, in eine Firewall schreibt und kurzzeitig sperrt. Da gibt es das Open-Source-Tool Fail-to-Ban, wird gerne dafür eingesetzt, um genau das zu erreichen, damit es eben kein weiteres Ausprobieren von Usern oder einen Brute-Force-Angriff auf das Benutzerpasswort gibt. Kurz noch gesagt, wenn jemand eine Frage hat, ruhig dazwischen fragen, das stört mich nicht. Es soll Leute geben, die stört das. Also ist grundsätzlich zu sagen, wenn es das Logfile nicht gibt, sind diese Informationen eben nicht vorhanden. Das heißt,
ich weiß nicht, was auf meinen Servern passiert. Ich weiß nicht, ob ein Einbruchsversuch stattgefunden hat, gerade stattfindet, oder was meine Dienste tun. Grundsätzlich ist also zu sagen, ohne Logfiles ist erstmal schlecht. Weil man will das ja eigentlich wissen, genau über den Zustand seines Systems. Und selbst an, wenn man nur seinen Arbeitsplatz betrachtet, seinen Arbeitsplatzrechner, seinen Laptop oder was auch immer man einsetzt, ist es interessant, weil viele Informationen sind im Logfile zu finden. Ob ich einen USB-Stick eingesteckt habe oder sonstiges, kann über einen Logfile herausbekommen werden. Also das heißt, es fängt beim Arbeitsplatzrechner an und hört beim Server auf. Denn auch wenn es gerade um Systemsicherheit geht in größeren Unternehmen, kann es kritisch sein, es kann verboten sein oder nicht erwünscht sein, dass lokale Medien angesteckt werden oder benutzt werden. Und genau das wird in Logfiles protokolliert. Wenn es aber keine Auswertung dieser Logfiles gibt, weiß ich darüber nichts. Das heißt, es gibt Regeln im Unternehmen, deren Befolgung ich aber eigentlich nicht kontrollieren kann. Als Beispiel. In komplexen Umgebungen, wenn es um mehrere Server geht, wenn es um hunderte von Servern geht, eine große Applikation, die läuft, Webserver-Farm oder sonstiges, ist es eigentlich so, dass ohne Kenntnis der Logfiles gleicht es so ziemlich einem, ich sag mal, blind durch die Straße gehen, wenn man sich diese Logfiles nicht anguckt. Man hat zwar ein ungefähres Bauchgefühl, was gerade in der Applikation passiert, wie sich das Ganze verhält aufgrund von gerade akuten Verhaltensweisen des Systems, aber es genaue Kenntnis darüber, was passiert, ist eigentlich nicht vorhanden. Das heißt, es gibt ein Bauchgefühl, aber keine Kenntnis über das, was gerade aktuell passiert ist, über den Zustand. Was gibt es also für Möglichkeiten? Das Erste, was automatisch auf jedem Linux-System, auf jeden Fall auf fast jedem Linux-System passiert, ist das lokale Sammeln. Unter Linux ist es syslog in irgendeiner Ausführung. Das heißt, sei es jetzt syslog-ng, rsyslog oder was auch immer, das läuft im System, die System-Logfiles nimmt und an einer definierten Stelle nach definierten Regeln ablegt. In neueren Distributionen, die mit systemd kommen, ist es journald, der diese Aufgabe übernimmt, im Großteil. Und unter Windows geht es in das Event-Log alles herein. Ich betrachte jetzt mal nicht die Windows-Seite in meinem weiteren Vortrag hier. Das ist ein eigener Vortrag an sich, weil es einfach noch wesentlich komplexer ist als unter Linux. Deswegen jeder, der ein Windows braucht, was zentralisiert loggt, wir können uns danach nach dem Vortrag gerne mal zusammensetzen darüber. Aber das wird das Ganze hier sprengen, wenn ich das immer nebeneinander stellen würde. Nur als Hinweis. So, lokales Sammeln. Wir haben also ein lokales Logfile, was weggeschrieben wird an irgendeinen Ort, meistens Varlog. Da landet irgendwie alles drin. Ich kann also jetzt mir bekannte Tools, die ich mehr oder minder gut beherrsche, nutzen, um Dinge in diesen Logfiles zu suchen, um Dinge herauszufiltern, die ich nicht sehen will, wie in diesem Fall. Es sind bestimmte Dinge, die ich weiß, die vorhanden sind, die rausgefiltert werden. Oder ich kann ganz gezielt nach bestimmten Ereignissen oder Dingen suchen. Aber letztlich ist es doch so, dass diese Art der Auswertung nur davon abhängt, welche Fähigkeiten der Einzelne hat, der diese Auswertung durchführt. Oder ob es ein Wiki gibt, in dem die Informationen drinsteht, wie dieses Logfile zu filtern ist, beziehungsweise nach welchen Einträgen zu suchen ist, um bestimmte Zustände zu erkennen oder auch welche Zustände herausgefiltert werden müssen. Ich habe selbst schon so Auswertungsskripte, nenne ich es mal, gesehen, Einzeiler, die, wenn man sie wrapped über eine Seite gehen, die alle möglichen Zustände herausfiltern. Nur um alles, was dem nicht entspricht, sichtbar zu machen. Mit etwas Glück gibt es auch ein Skript oder einen Alias dafür, der das erleichtert. Aber im Endeffekt ist es so, man muss sich einmal damit auseinandersetzen, was denn der generische Zustand ist und hoffen, dass alles andere
dass die Filter gut genug sind, die man gebaut hat, und dass alles andere eben dann dadurch sichtbar wird. Letztlich landet es immer wieder dabei. Das heißt, es gibt einen Mitarbeiter, der denkt sich, das kann doch nicht alles sein. Immer wieder diesen Einzeiler einzutippen, der baut meist in Perl irgendeine abartige Regex, die nur er lesen kann und verstehen kann. Die wird auch benutzt. Es funktioniert alles super, so lange, bis der Mitarbeiter entweder längere Zeit in Urlaub, in Elternzeit ist, oder das Unternehmen verlässt. Dann funktioniert dieses Tool, wird noch ein halbes Jahr lang benutzt. Es ist Legacy. Ja, es ist gut, es läuft, aber keiner versteht, was es eigentlich tut. Das heißt, es wird eigentlich nicht benutzt. Wir sind wieder im Ursprungszustand. Die Informationen, die vorhanden sind, werden nicht ausgewertet. Deswegen hat lokales Sammeln Nachteile. Zum einen auch, wenn der Host nicht erreichbar ist, auf dem ich diese Logfiles liegen habe, dann kann ich mir das Logfile nicht angucken. Wenn die Festplatte gecrashed ist, dann ist das Logfile weg. Und ich kann nicht herausfinden, warum denn eigentlich? Was ist das eigentliche Problem gewesen? Oder wenn der Host kompromittiert ist, also das heißt, wenn ein Angreifer sich Zugriff verschafft hat, kann ich nicht mehr herausfinden, wie denn eigentlich, also welche Spuren derjenige im System hinterlassen hat. Mal ganz davon abgesehen, dass kompromittierte Systeme wahrscheinlich keine validen Logs mehr hat. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, in Systeme einzubrechen, ist die erste Regel, seine Spuren beseitigen. Das besteht darin, erstmal alle Logfiles wegzuschaffen, zu löschen, wie auch immer. Das heißt, es gibt keine Spuren mehr. Und außerdem ist das Problem, es gibt nur lokale Einträge in dem Logfile auf Aktionen oder auf Ereignisse, die dezentral auf allen Systemen stattfinden, hat man vielleicht gar keinen Zugriff, beziehungsweise erkennt die als solche gar nicht. Das Beispiel an dieser Stelle ist, es gibt eine SAN-Anbindung für jedes System im Netzwerk. Das ist eine Multipath-Anbindung, das heißt, es gibt zwei Wege zum SAN. Wenn ein Weg wegfällt, ist das erstmal nichts Schlimmes. Das heißt, auch ein Monitoring wird nicht unbedingt darauf reagieren, wenn ein Pfad wegbricht. Es ist eine Kernel-Meldung, die auftritt, nämlich Path down. Nichts mehr. Erstmal nicht kritisch, weil es gibt ja den zweiten Weg. Aber in dem Moment, wo klar wird, dass dieser Path down zeitgleich auf allen Systemen stattgefunden hat, hat man vielleicht ein Problem im SAN oder könnte auf die Idee kommen, dass da irgendetwas nicht richtig läuft. Und genau das ist der Punkt, den man schwer nur erkennt, wenn man nur lokales Sammeln hat, weil die Auswertung meist auch nur lokal läuft. Unter Linux ist, wie gerade schon gesagt, Syslog eigentlich genau das, was, egal in welcher Ausführung, in welcher Generation oder in welcher Software, genau das, was dafür sorgt, dass das Logging funktioniert, dass der Kernel seine Meldung schreiben kann, dass die meisten systemnahen Prozesse ihre Sachen schreiben können. Syslog bietet mit sehr geringem Konfigurationsaufwand die Möglichkeit, seine Logs über das Netzwerk an einen anderen Server zu schicken. Das heißt, eigentlich kann man mit sehr geringem Aufwand, mit dem Hinzufügen von einer Konfigurationszeile auf dem Client, der die Logs liefern soll, und einer Konfigurationszeile auf dem System, was die Logs entgegennehmen soll, zentralisiertes Logging betreiben. Man muss dann zwar noch konfigurieren, wie das Ganze im Dateisystem abgelegt werden sollte, auf dem Zielsystem, aber prinzipiell hat man dann erstmal zentrales Logging. Ich habe einen Server, auf dem alle anderen Systeme ihre Logfiles hinschicken. Das heißt, ich habe dieses Problem, was ursprünglich angesprochen ist, der Host ist nicht erreichbar, das System ist kompromittiert, gibt es nicht mehr. Ich kann immer auf diese Logfiles zugreifen und darin Auswertungen machen. Aber wir haben... Könnte man dann auch sagen, dass quasi auf beiden Systemen gleichzeitig gelockt wird? Natürlich. Zum Beispiel bei dem Einbruch dann helfen, was hat der in den lokalen Log gelöscht?
Genau, also die Frage war jetzt, ob auch ein Logging sowohl auf dem lokalen System als auch auf dem zentralen System möglich ist. Und genau das ist möglich. Bei Syslog, egal in welcher Permutation, in welcher Daemon-Ausführung die läuft, ist es möglich, multiple Ziele anzugeben. Ich könnte da auch an 5 Remote-Hosts schicken, lokal nur bestimmte Informationen schreiben und bestimmte Streams an bestimmte Hosts senden. Das heißt, ich habe einen, auf dem Login-Informationen sind, ich habe einen anderen, auf dem Kernel-Informationen liegen. Das ist sehr fein granular darstellbar. Auch der Transportweg ist einzeln pro Ziel definierbar. Das heißt, Standard Syslog kann entweder UDP oder TCP sprechen. Je nachdem, welche Daemon-Software eingesetzt wird, kann das noch verschlüsselt laufen oder nicht. Aber das hängt immer wieder davon ab, welche Software eben da genau zum Einsatz kommt. Magst du noch 3 Worte zu Logshippern sagen? Kommt noch. Ah, danke. Wie gesagt, bei der Auswertung haben wir wieder das gleiche Problem wie bei der lokalen. Wie beim lokalen Ablegen der Logfiles. Das Ganze ist jetzt nur noch komplexer geworden, weil ich nicht nur die lokalen Logfiles habe, die in irgendeiner Art und Weise auf dem System liegen, mehr oder minder logisch ihre Informationen wegschreiben, sondern ich habe das auch noch für multiple Hosts auf einem zentralen System. Das heißt, eine Regex, die das auswertet, wird um einiges komplexer. Es ist möglich und auch genau so ein einfaches zentrales Logging reicht zum Beispiel aus, um eine Zertifizierung nach ISO oder ITIL-Standard zu bekommen. Das ist genau das, was ausreicht. Es liegt an einem zentralen Ort, es wird da abgelegt, man könnte darauf zugreifen, wenn man wollte. Das reicht. Da wird man zertifiziert mit. Reicht. ISO 9001 oder 27001 oder auch, wenn man die ITIL-Prozess, also die amerikanischen Zertifizierungen anstrebt, ist genau das. Das reicht vollkommen aus. Zentrales Logging. Die moderne IT-Welt, der Zirkus, bewegt sich ja relativ schnell weiter. Es gibt relativ viele Entwicklungen, die man im Web-Umfeld sich anschaut. Und eigentlich ist man ja doof als IT oder als Infrastrukturverantwortlicher, als Admin, wenn man sich nicht versucht, da ein bisschen was abzugucken. Weil was für eine Webseite mit mehreren Millionen Benutzern funktioniert, funktioniert auch für mich mit meinen Servern. Es ist ja im Prinzip das Gleiche. Also es ist egal, ob da Interaktion durch Benutzer entsteht oder Interaktion durch Server. Deswegen wäre es doch eigentlich cool, ich schicke das Ganze an einen zentralen Server, der es in eine Datenbank speichert und es gibt ein Frontend dafür. Am besten sogar noch ein Web-Frontend, weil Kommandozeile können die wenigsten. Außerdem ist es so, ein Web-Frontend kann man irgendwie dann doch besser dem generischen Manager vorführen, weil das ist was er versteht. Grundsätzlich ist es so, dass genau dieser Schritt, der ist vor mehreren Jahren, oder die Quest ist vor mehreren Jahren gestartet, genau das zu erreichen. Im Moment gibt es im Open-Source-Umfeld genau 2 Projekte, die das machen, die genau diese Sachen bieten. Das eine ist der sogenannte Elk-Stack. Elastic ist auch hier als Aussteller da. Die erzählen gerne über ihre Methodiken, um das Ganze reinzubringen. Das Grundsätzliche erkläre ich aber in diesem Vortrag. Und es gibt einmal Greylog, und was eben von der daraus entstandenen Firma weitergepflegt wird. Es gibt natürlich auch kommerzielle Tools, also wenn jemand ganz viel Geld in die Hand nehmen will, der wohl bekannteste Vertreter davon ist Splunk. Gibt noch jede Menge andere, aber reine Open-Source-Tools, die auf GitHub gepflegt werden, gibt es nur diese beiden derzeit, die ernstzunehmend in der Produktion einsetzbar sind. Beide haben eine gemeinsame Basis, und zwar ist es Elasticsearch als Datenbank.
Das ist de facto Standard, einfach weil es eine dokumentenbasierte Datenbank ist, die eine REST-API hat, die gut mit großen Datenmengen umgehen kann. Es gibt natürlich ab gewissen Größen, ab Petabyte-Größen Probleme, aber grundsätzlich ist es so, es ist eine leicht zu skalierende Datenbanklösung, mit der man Log-Management betreiben kann, beziehungsweise die man dafür einsetzen kann. Großer Vorteil ist, es ist eine relativ leicht zu lernende Query-Syntax gegeben, Apache Lucene auf Feldbasis. Wie gesagt, das In-Betrieb-Nehmen ist relativ sehr einfach möglich, auch im Clusterbetrieb braucht man keine 10 Minuten ohne vorheriges Wissen, um einen Cluster produktiv zu haben. Also das heißt, um die Software anzustarten, man muss 2 Konfigurationsparameter anpassen, danach läuft es und kann befüttert werden. Es lässt sich sehr umfangreich konfigurieren, das heißt, alles, was man sich vorstellen kann oder vorstellen möchte, wenn es dann auch um die Datensicherheit geht, um das Verteilen der Daten auf unterschiedliche Georegionen, es ist damit möglich. Das heißt, es lässt sich alles abbilden, was man sich irgendwie vorstellen kann. Angefangen von dem Szenario, dass man sagt, ich habe 2 Server, die sich in 2 unterschiedlichen Racks befinden und ich möchte, dass die Daten jeweils auf dem einen Server und auf dem anderen Server vorhanden sind. Und diese beiden Racks sind einmal in Köln vorhanden und einmal in Frankfurt. Und ich möchte, dass das gespiegelt ist. Das lässt sich sehr einfach konfigurieren. Und es funktioniert. Nicht immer 100-prozentig, aber man kann sich darauf verlassen. Es funktioniert. Es hat selbstheilende Mechanismen, die gut sind. Wie gesagt, es ist einfach zu skalieren und selbst, ich sag mal, Petabyte an Daten habe ich bei Kunden schon gesehen, die damit verwaltet werden. Das ist möglich. Die Query-Syntax ist auf Feldbasis möglich. Das heißt, wie hier zu sehen, ich frage nach einem Host, ich frage nach einem Programm. Das Suchergebnis wird technisch an die REST-API geschickt und kommt als JSON-String zurück. Wird auch als solcher hingeschickt. Aber dann haben wir wieder das Problem auf der Kommandozeile mit JSON und REST-API zu kommunizieren. Ist nicht für jeden was, deswegen gibt es halt Web-Oberflächen dafür, die genau das machen. Das eine ist, wie gesagt, Greylock. So sieht's aus. Es gibt ein Suchfeld hier in der zweiten Zeile mit dem Grünen. Man kann ein paar Sachen eingeben und man sieht sofort Ergebnis und erste Graphen darüber. Das gleiche gibt es vom Elasticsearch, nennt sich Kibana. Der große Unterschied eigentlich ist, dass im Elk-Stack gibt es für jede Aufgabe ein eigenes Tool und dieses Tool ist selbstständig zu konfigurieren, hat eine eigene Konfigurationssyntax, muss eigenständig gepflegt werden und die Verdrahtung muss durch den Benutzer erfolgen. Das heißt, es ist sehr mächtig für denjenigen, der auf der Kommandozeile der König ist, der programmatisch Dinge ausdrücken kann, wird aber ein Problem für denjenigen, der vielleicht gar nicht mal weiß, was für Logfiles da denn ankommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, ein Log-Management zu zentralisieren, ist es so, dass meiner Erfahrung nach immer noch neue Fälle auftauchen, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat. Man hat am Anfang über das gezeigte Beispiel SSH-Logins nachgedacht und es tauchen auf einmal Meldungen auf, die in dieses Schema nicht reinpassen. Da kann es günstiger sein, das Ganze in einer Oberfläche zu betrachten und zu bearbeiten. Was man aber noch machen kann, eben weil es so viele verschiedene Logfiles gibt, die auftauchen, auch in einem Standardsystem, kann oder sollte auf jeden Fall eine Anreicherung passieren. Anreicherung oder beziehungsweise auch eine Normalisierung. Ja. Das ist der Weg dahin.
Okay, also die Frage war, wie die Daten in Elasticsearch reinkommen. Das ist jetzt eigentlich genau das, was jetzt gerade passiert. Also das heißt, ich bin jetzt nochmal einen halben Schritt zurückgegangen und habe eigentlich dieses das Bearbeiten der Daten erfolgt auf dem Weg in Elasticsearch rein. Das heißt, ich habe die von der Logik her, ich habe den Speicherort erst erklärt, bevor ich den Weg dahin erklärt habe. genau, also es findet eine Normalisierung statt. Das heißt, dieses ankommende Logfile wird in Felder eingeteilt, die Werte werden reingeschrieben. Es kann eine Filterung stattfinden oder auch, wie gesagt, eine Anreicherung. Eine mögliche Anreicherung wäre zum Beispiel, Zeitstempel zu verändern, oder das ist eine Normalisierung. Also das heißt, ich habe Server, die laufen mit UTC, was eigentlich jeder gute Server sollte, aber es gibt halt 3 Stück, die laufen auf CET, warum auch immer. Denn ich kann es nicht verändern, weil die Applikation das braucht. Dann bietet mir das, dieser Weg, der Transportweg, genau die Möglichkeit, diese Daten wieder auf UTC zu transformieren. Und damit habe ich einen einheitlichen Zeitstring. Als Beispiel. Genau. Es ist so, wenn man den Elk-Stack betrachtet, ist es so, dass das Ganze durch den Logstash als Shipper gemacht wird. Logstash ist quasi ein Daemon, der die Möglichkeit bietet, die Dinge zu manipulieren, zu filtern oder sonstiges. Und bei Greylock ist es so, dass dies alles in einem Tool gebündelt ist. Das heißt, es ist ein Tool, was den Input liefert, was die Daten entgegennimmt, verarbeitet und abspeichert. Im Elk-Stack ist es so, dass Logstash als zusätzliche Komponente da hinzugefügt ist oder vorhanden sein muss. Es ist aber nicht so, dass sich das gegenseitig ausschließt. Man kann auch, wenn man zum Beispiel irgendwo im Internet schöne Grok-Parser für Logstash gefunden hat, die man unbedingt einsetzen will, um zum Beispiel einen Postfix damit reinzutüddeln, kann man den natürlich auch vor Greylock schalten. Also das heißt, es ist eine Verdrahtung der verschiedenen Tools so möglich, wie man das braucht. Also das heißt, keines dieser Tools, das ist das Schöne an Open Source, schreibt einem vor, in welcher Reihenfolge man Dinge zu tun hat, sondern man verdrahtet die so, wie man sie haben will. Gucken wir uns also das Bild von gerade an. Es ist so, die Server schreiben per syslog an den zentralen Host. Weiterhin wird syslog benutzt zur Datenübertragung. Auf dem zentralen Host läuft jetzt ein Greylock-Input, oder ein Greylock-Server läuft da, ein Dienst, der einen Input bereitstellt für syslog-Daten, der die entgegennimmt. Und weil er weiß, es handelt sich um syslog-Daten, kennt er das Format, in dem diese Daten ankommen. Das ist definiert. RFC 5424 ist genau definiert, was, wie, wo zu stehen hat. Und genau das passiert dann in dem Moment. Das heißt, der Greylock-Server weiß, es kommen syslog-Daten an. Ich weiß schon, welche Felder vorhanden sind und schreibe die Informationen genau in diese Felder hinein und mache sie durchsuchbar, beziehungsweise indiziere sie und mache sie darstellbar. Wir nehmen das Beispiel von gerade nochmal. Das ist genau das gleiche Logfile, SSH. Es versucht jemand einzubrechen und wir haben eine IP-Adresse dazu. Gepasst und angereichert über Greylock sieht das Ganze jetzt so aus. Es ist ein bisschen klein. Ich habe oben auf jeden Fall eine extrahierte IP-Adresse. Ich habe von der extrahierten IP-Adresse die Geodaten, einige andere Informationen, die im syslog eh vorhanden sind. Aber grundsätzlich ist das ja schon mal was, womit man mehr anfangen kann, auch gerade wenn man von der Sicherheitsseite auskommt. Das heißt, ich bin ein Admin, der versucht herauszufinden, was passiert denn in meinem Netz gerade oder von wo gibt es Zugriffe. Und anhand der IP-Adresse und der angereicherten Daten, eben der Geodaten, kann ich mir eine Map bauen. Das heißt, ich sehe auf einmal, es gibt die Möglichkeit, dass ich eine Web-Oberfläche habe, ein Dashboard mir anzeigen lasse, in dem nur
eine World Map ist und es kommen Punkte dazu, von wo die Zugriffe erfolgen. Das eine ist jetzt nicht so interessant, aber schauen wir uns das Ganze mal für eine Stunde an. Ist es schon interessanter zu sehen, von wo denn überall Zugriffe erfolgen. Das ist jetzt, wie gesagt, nur vom SSH-Server. Hätte ich noch Apache und weiß ich nicht, was alles mit dazu genommen, wäre das Ganze noch ein bisschen röter. Aber wir sehen in Europa so ein Cluster und das heißt, das Reinzoomen ist halt auch interessant. Ich habe eine ungefähre Ahnung. Ich kann eben so erkennen, es sind Zugriffe von Bereichen, die nicht erwartet sind eigentlich. Darum geht's. Dinge herauszufiltern, auch optisch, weil der Mensch nun mal, ich sag mal, ein visuelles Wesen ist, funktioniert halt besser und einfacher. Weil ich weiß jetzt, ja? Gibt es eine Option, um zum Beispiel VPN-Endpoints auszufiltern? Weil sonst verfälscht das ja das komplett. Klar. Weil du kannst ja mit über die Filterung und die verschiedenen Felder, die du hinzufügen kannst, du kannst ja auch eine Bedingung daran knüpfen. Du kannst ja sagen, VPN, also oder im eigenen Netzwerk wird das, oder über IPs, die nicht im eigenen oder die im eigenen Netzwerk sind, wird das eine Feld, auf das diese Erkennung läuft, nicht gemacht. Das bleibt dir ja überlassen. Das ist ja filterbar. Also so ist zum Beispiel auch relativ einfach herauszubekommen, gibt es Zugriffe auf meine interne Webseite von woanders als über die erwarteten Standorte. Das ist möglich. Und die Auflösung? Ja. Wollte ich gerade sagen, die Auflösung der Geodaten habe ich jetzt in dem Fall über die MaxMind Free IPDB genommen. Wenn man dafür zahlt, werden die noch genauer. Es gibt aber auch eben die freie Datenbank, die ich da an dem Fall eingebunden habe. Das heißt, man kann einfach auf die MaxMind-Webseite gehen, sich eine Datenbank runterladen, die entsprechend einbinden, egal ob jetzt in Logstash oder in Greylock. Und genau das passiert dann. Da hinten? Diese RFCs nicht gelesen haben und die ganzen verschiedenen Felder nicht so koordiniert sind, wie man das. Genau. Ja, klar. Also die Frage war, was mit nicht standardisierten Logfiles passiert. Ich rede ja die ganze Zeit nur von Syslog. Was halt mit nicht Syslog passiert, das wollte ich auch noch zeigen. wir haben also eine Datenbank, ein Interface und sind damit eigentlich im Infrastrukturbereich auf einmal auf einer Ebene, die eigentlich nur im User-Kontext, im Frontend für den Benutzer, für den eigentlichen Benutzer vorhanden sind. Und unsere Erfahrung ist eigentlich, dass genau das dazu führt, dass mit diesen Daten überhaupt gearbeitet wird. Also das heißt, in dem Moment, wo ich mich spielerisch durch die Daten bewegen kann, entstehen auch neue Ideen, was denn überhaupt herausbekommen werden kann, was denn, also die, oder besser gesagt, es kristallisiert sich eine Frage heraus, die ich mir überhaupt stelle, in dem Moment, wo ich die Logfiles zur Verfügung habe und damit spielen kann. Wir haben also den Weg über Syslog, ein Parser, wie auch immer, in Elasticsearch. Genau wie die Fragestellung gerade war. Es gibt aber noch ganz viele andere Sachen. Dinge, die nicht Syslog sprechen, die sich nicht an Standards halten. Applikationen, die selbst geschrieben sind und vielleicht gar nicht loggen. Gibt's auch. Als Beispiel hier für Hardware, nur um es gesagt zu haben, wäre zum Beispiel ein SAN, eine Tape-Library, Sensoren, die sich irgendwo im Haus befinden oder die Kaffeemaschine, die sagt, wann wieder aufgefüllt werden muss, sind alles Möglichkeiten. Applikationen können selbstgeschriebene Sachen sein, es kann ein SAP sein oder sonstiges, was lokal irgendwo irgendwelche Daten hinschreibt, irgendwelche Stack-Traces, die aber eigentlich nicht im Zugriff sind. Also das heißt, niemand weiß davon, was es ist oder dass es vorhanden ist. Um die Frage wieder aufzugreifen, was denn eigentlich passiert mit Applikationen in dem Fall, die
die eben keinen Syslog sprechen, also nicht die systemnahen Standards benutzen, um Sachen zu loggen, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sie schreiben ein eigenes Log-File. Da wird dann ein Shipper benutzt. Da hinten war die Frage. Als Shipper gibt es unzählige Möglichkeiten, um ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Von Elastic gibt es die Beats. Das sind kleine in Go geschriebene Programme, die darauf spezialisiert sind, Log-Files zu übertragen. Man kann Logstash selber einsetzen, um genau das zu erreichen. Logstash ist aber ein bisschen umfangreicher, was auch die benötigten Ressourcen angeht. Man kann NXLog benutzen oder man nimmt seinen eh schon vorhandenen Syslog-Daemon und sagt ihm, da ist ein Log-File, nimm das, trag das dahin. Das funktioniert. Oder die Applikation lernt, selber zu loggen. Das heißt, es gibt einen Logging-Standard, der mittlerweile in fast jeder Programmiersprache als Library vorhanden ist. Das ist der GELF-Standard, das ist Greylog Extended Log Format. Hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Und zwar, er hat die Möglichkeit, Multiline zu loggen und was gerade für Java-Entwickler sehr schön ist. Und es ist die Möglichkeit gegeben, dass man das 1024-Byte-Limit von Syslog übersteigen kann. Das heißt, eine Log-Nachricht kann auch mal ein halbes MB groß sein, wenn notwendig. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Elk-Stack problemlos, denn die Jungs von Elastic haben genau das adaptiert. Das funktioniert. Kommen wir zur Hardware. Auch da ist es genau die gleiche Möglichkeit. Entweder die Hardware kann Syslog, dann funktioniert der normale Weg. Oder die Hardware kann nur irgendetwas loggen. Das heißt, es gibt einen String, der per HTTP irgendwo hingeschickt werden kann oder was auch immer, also irgendetwas Proprietäres. Auch das kann man verarbeiten. Man kann, egal in welchem Stack, einen Input bereitstellen, der diesen Stream entgegennimmt, parst und dann standardisiert und normalisiert wieder da wird oder darstellt und auswertbar macht überhaupt. Das heißt, gucken wir uns so komplexe Systeme an, stellen wir fest, es werden immer mehr Transportwege, die auf einmal hinzukommen. Es müssen vielleicht auch neue Transportwege gefunden werden, um Systeme über das Internet anzubinden. Das heißt, man will eigentlich eine Verschlüsselung auf dem ganzen Transportweg haben, weil man das lokale Netz schon wieder verlassen hat. Warteschlangen wären außerdem auch noch was Tolles. Eine Queue ist in dem Moment gut, wenn unerwartete Ereignisse eintreten, weil die Nachrichten, die Menge der Nachrichten sonst dafür sorgen kann, dass der Transportweg entweder die Applikation oder die Hardware selber in ihrem Betrieb stört oder aber das Auswertungsprogramm hinten überlastet. Deswegen ist eine Queue dazwischen zu schalten immer eine gute Idee. Außerdem das parallele Abarbeiten ab einer gewissen Zahl von Nachrichten, ich rede so von ein paar Tausend in der Sekunde, mehrere Zehntausend, ist es vielleicht besser, nicht nur einen Parser zu haben, sondern mehrere. Und guckt man sich dann so eine Struktur an, kann es ganz schnell komplex werden. Ich habe jetzt in dem Beispiel einen Cluster, der seine Nachrichten über eine Kafka-Queue eintütet, einen anderen, der RabbitMQ benutzt und hier unten einen Cluster, der über Logstash als Shipper via TLS encrypted über das Internet seine Daten einliefert. Es ist alles möglich. Das heißt, alle Tools lassen sich so, wie man es braucht, in seiner Umgebung miteinander kombinieren. Aber seien wir mal ehrlich, das ist ziemlich viel Aufwand, um etwas zu lösen, von dem man gar nicht wusste, dass es ein Problem ist. Oder von dem man gar nicht angenommen hat, dass man es braucht. Also warum lassen wir nicht einfach alles beim Alten, vergessen das, was ich jetzt alles erzählt habe, gehen nach Hause und lassen das so. Der Grund, warum man das nicht machen sollte, sind einfach die Benefits, die man davon erhält. Logfiles sind meist vorhanden, können genutzt werden, um passiv
über Zustände im System oder von Diensten informiert zu werden. Es wird kein zusätzlicher Agent auf dem System benötigt, wie das ein klassisches Monitoring hat. Das klassische Monitoring kann aber auch angebunden werden, um jetzt auf zentrale Events zu reagieren. Das heißt, das Wegbrechen der SAN-Connection, der einen SAN-Connection auf allen Hosts, kann zu einem Alert führen, weil das erkannt werden kann durch das Monitoring. Außerdem ist es so, dass natürlich dass die Sicherheit wird letztlich erhöht. Weil es ist so, nicht jeder braucht mehr Zugriff auf die Systeme, um eine Auswertung zu machen. Das heißt, auch der Admin muss sich nicht händisch auf jedem vorhandenen System anmelden oder via Skript oder wie auch immer, um eine Auswertung zu fahren. Das heißt, die Anzahl... Bitte? Natürlich, also man muss, um für Schwellwertalarmierung muss man natürlich erstmal wissen, was der Normalzustand ist. Deswegen baut man ja auch erst das zentrale Logging, beobachtet seinen Normalwert, um dann darauf die Alarmierung zu setzen. Es ist halt so, es gibt auch keine umständlichen Kopieraktionen mehr von gigabyteweise Logfiles von den Live-Applikationssystemen auf eine Entwicklungsmaschine, damit der Entwickler debuggen kann, wie oft denn jetzt ein Fehler aufgetreten ist. Es gibt die automatischen Alarmierungen über E-Mail oder HTTP-Callback ins Nagios oder iSinger, ohne Probleme. Es sind außerdem Postmortems möglich über die gesamte Netzwerkinfrastruktur, auch wenn die nicht läuft. Das heißt, wenn ich das zentrale Logging zum Beispiel intern betreibe, ist es so, dass ich die Infrastruktur, die sich im Netz irgendwo im Rechenzentrum befindet, kann ich die untersuchen, ohne dass ich direkten Zugriff darauf habe. Auch zum Beispiel, weil der Provider uns abgeklemmt hat, weil unsere Umgebung angeblich DOS-Attacken fährt. Ist mir egal, ich gucke mal in den Logfiles, was das sein könnte. Die sind ja jetzt zentral vorhanden. Ja, also die Frage ist Zugriffsverwaltung oder ACLs auf genau diese aggregierten Daten. Das ist möglich in beiden Stacks. Bei Greylock ist die Möglichkeit gegeben über LDAP, AD, Single Sign-On oder sonstiges Rollen zu vergeben, die auf bestimmte Informationen zugreifen können. Wer Interesse daran hat, ich kann das gerne nachher mal zeigen. Ich habe jetzt absichtlich keine Live-Demo eingebaut, weil ich weiß, das geht eh immer schief. ich zeige das gerne für jeden, der Interesse hat, im Nachgang mal. Also es ist möglich. Auch im Elk-Stack ist es möglich, genau das zu erreichen. Also das heißt, dass ich bestimmen kann, wer auf welche Daten zugreifen kann, auch in welchem Zustand. Also das heißt... Rollenmanagement, ich kenne das nur aus Greylock, dass es das in der Tat schon gibt, aber da war ja der Elk-Stack lange hinterher, dass es wirklich keine Benutzer in dem Sinne gab. Genau, das ist mit dem neuen Release ist das vorhanden beim Elk-Stack, also auch Benutzer- und Rollenverwaltung. Muss man allerdings das Business-Plugin kaufen, das Shield-Plugin, was genau diese Möglichkeit bietet. Das ist halt so. Ja. Genau. Ja. Auch das Pseudo, also auch das Randomisieren oder Anonymisieren von Daten ist über die Filtermechanismen ohne Probleme möglich, sodass auch jedem allen gesetzlichen Vorgaben oder alle gesetzlichen Vorschriften quasi befolgt werden können. Genauso ist es auch mit der Länge der Daten, also das heißt, wie lange diese vorgehalten werden. Genau das ist auch zentral zu steuern darüber. Genau, also wir haben die Transparenz.
Wir haben die prinzipielle Sicherheit, wir haben die Einfachheit und wir haben Reporting-Möglichkeiten geschaffen. Ich meine, gut, hier sitzen, glaube ich, vornehmlich irgendwelche, ich sag mal, Techniker in Anführungsstrichen, die sich mehr oder minder tief mit der Materie beschäftigen und für die das, die auch gerne sich Zahlen angucken, die auch Zahlen erfassen können, aber der Durchschnittsmanager will eigentlich eine Grafik haben. Also machen wir uns nichts vor, jeder musste schon mal irgendwelche Excel-Grafiken erstellen oder weiß ich nicht was, immer stricken. Und genau das ist mit so einem zentralisierten Tool halt recht einfach möglich. Entweder bietet die Oberfläche genau das an, dass ich die Daten, die ich vorhanden habe, grafisch aufarbeiten kann, ein Reporting erstellen kann. Oder aber ich kann die Daten exportieren. Das heißt, nachdem sie gefiltert, anonymisiert oder weiterverarbeitet worden sind, kann ich die zentralisiert exportieren, um sie dann dem Zahlenmalkünstler zu übergeben, der daraus irgendwelche Reportings erstellt. Auch die braucht man für Zertifizierung. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, zum Beispiel eine der Anforderungen ist es, herauszubekommen, wer sich wann von wo als Administrator auf dem System angemeldet hat. Das ist so ein gängiger Report, den man erstellen muss. Genau das passiert automatisch. Es ist ja vorhanden. Also das heißt, die Informationen sind alle vorhanden. Ich habe die Information, Login-Informationen von allen Systemen. Und das heißt, es ist im Prinzip ein Query auf die Elasticsearch-Datenbank im Hintergrund und ich habe das Ergebnis und der Report, für den ich vorher über, je nachdem wie viele Server man hat, gehen musste, ist auf einmal innerhalb von Sekunden erstellt eigentlich. Auch in dem Format, in dem es gewünscht wird. Genau. Und damit sind wir eigentlich am Ende. Und ich stehe, wie gesagt, für Fragen zur Verfügung. Alles, was ihr wollt. Ich zeige auch gerne gleich einzeln die noch bestimmte Komponente, die ich jetzt live nicht zeigen wollte. Und ansonsten auf Twitter zu finden. Bitte. Ich hätte eine Frage. Wenn die Verbindung abgerissen ist von irgendwelchen Satellitensystemen zum zentralen Logging-Server oder der zentrale Server ist nicht da, wie geht standardmäßig Syslog oder andere Systeme damit um? Wird das zwischengespeichert und beim nächsten Verfügbarkeit wieder hochgespielt oder muss man sich selbst darum kümmern? Genau. Genau das Letzte ist der Fall. Also man muss sich im Prinzip selber darum kümmern und selber sich Mittel und Wege schaffen. Deswegen vorhin das Bild, wo ich die Queues mit eingebaut habe. Der gängige Weg ist zum einen den Syslog-Daemon so zu konfigurieren, dass er puffert, zur kritischen Übertragung TCP zu benutzen, dann in irgendeiner Art und Weise einen Queuing einzubauen, ob das jetzt über eine eigene Software gelöst ist oder aber in dem Syslog-Daemon selber, bleibt einem selbst überlassen. Gängig ist, was ich auch gerne demonstrieren kann, zum Beispiel eine Anbindung über eine RabbitMQ oder sonstiges. Also das heißt, das Satellitensystem pumpt seine Daten in eine Queue, die von diesem Satellitensystem erreichbar ist. Und das zentrale System liest die Sachen darin aus. Es gibt auch einen Greylock-eigenen Logstasher oder Logshipper, glaube ich. Er hieß früher mal irgendwas mit Holzhacker? ja, das war der ursprüngliche Name. Nein, also es ist so, wir haben bei Greylock hatten wir eine Zeit lang den Greylock Collector gebaut. Das war auch ein Java-Daemon, der nichts anderes tat, als Logfiles auszulesen und die an die Zentrale zu schicken. Haben uns dann aber dagegen entschieden, den weiterzuentwickeln. Haben uns aber deswegen dafür entschieden, weil die Firma Elastic eben die Beats geschaffen hat. Die Beats sind kleine in Go geschriebene Shipper, die spezialisiert sind auf bestimmte Typen. Das heißt, es gibt einen Beat, der darauf spezialisiert ist, Windows Event Log entgegenzunehmen. Es gibt einen File Beat,
der halt eben einen Logfile entgegennimmt und weiterschickt. Oder es gibt einen sogenannten Topbeat, der halt Systemmetriken nimmt und an eine Zentrale schickt. Oder auch der Netzwerkdaten entgegennimmt und weiterschickt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben jetzt das Sidecar geschaffen. Das heißt, es gibt in der Web-Oberfläche von Greylock die Möglichkeit, diese Beats, die man zentral über eine Web-GUI zu starten, zu konfigurieren und einfach nutzbar zu machen. Und man muss nicht mehr auf jedes einzelne System, auf dem ein Beat läuft, gehen, das konfigurieren und den Beat neu starten, sondern hat quasi eine zentralisierte Oberfläche, über die genau die Konfiguration erfolgt. Da vorne. Da kommt das Mikro. Ich habe noch eine Frage, die sich anschließt an die Schwellwerte. Gibt es ernstzunehmende Systeme, mit denen man sozusagen selbstlernende Schwellwerte implementieren kann? Ja, das gibt es. Das habe ich auch live gesehen. Das ist nicht Standard von einem der vorgestellten Stacks. Es gibt Leute, die das auch auf GitHub online gestellt haben, wo genau das erfolgt. Also im Prinzip ist es ja etwas, was Prometheus als Monitoring-System auch anbietet. Also das heißt, selbstlernende Algorithmen, die feststellen, wie ist denn die Normalauslastung und alles melden, was eben nicht da reinkommt. Das sind Ansätze, die die sind interessant. Wir haben im Moment einfach nicht die Manpower, um das genau so umzusetzen, wie wir das gerne hätten. Aber wir nehmen Vorschläge gerne entgegen. Also auf GitHub ein Issue erstellen, Feature Request. Wir gucken, was geht. Gibt es sonst noch Fragen? Da vorne, ja. Warte. Die Feldextraktion, muss sie zur Initiierung passieren oder kann die wie bei Splunk auch zur Laufzeit gemacht werden? Weil das ist wirklich cool an Splunk. Ja, also das heißt, die Extraktion der verschiedenen Felder erfolgt eigentlich während des Transportes. Also das heißt, kurz bevor sie abgespeichert werden. Also im Prinzip genau das Gleiche, was, was Splunk halt auch tut. Es bietet sich halt prinzipiell an, eine Normalisierung so früh wie möglich im Stream zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Daten einem Shipper übergebe, eventuell schon die Felder aufzutrennen in einen JSON-String, in einen einfachen JSON-String, der zum Transport benutzt wird und dann mit Logstash oder Greylock halt eben weiterverarbeitet wird. Und erst am Ende wird das Ganze in Elasticsearch gespeichert. Das heißt, die Extraktion erfolgt im Prinzip kurz vor dem Abspeichern. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die rege Zuhörerschaft und wünsche noch einen guten Tag.